Hallo zusammen. In diesem Video wollen wir uns mit der Entwicklung des kindlichen Selbst im kulturellen Kontext beschäftigen. Die kindliche Entwicklung ist ein langsamer Prozess, der bei jedem Kind unterschiedlich schnell abläuft. Wie ihr in diesem Video sehen könnt, erkennen sich Kinder noch nicht im Spiegel. Der Grund dafür ist, dass sich ihr Selbstkonzept noch nicht entwickelt hat. Doch zunächst, was ist das Selbst? Das Selbst besteht aus dem Wissen und den Gefühlen des Kindes über sich selbst und in der persönlichen Überzeugung, etwas bewirken zu können. Dazu konzipiert jedes Kind sein individuelles Selbstkonzept. Dieses Konzeptsystem besteht aus den Gedanken und Einstellungen über sich selbst. Die Facetten können miteinander verknüpft sein und variieren in ihrer Wichtigkeit. Ein Kind muss lernen, dass jeder Mensch abgegrenzt zu seinem Gegenüber denkt, handelt und empfindet. Dazu existieren verschiedene kulturelle Konzepte. Beim Konzept der Abhängigkeit wachsen Kinder in einem sozialen Umfeld auf, in dem die Gesellschaft heteronom aufgebaut ist. Das bedeutet, man hat Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der man lebt, ist abhängig von dieser und ist mit ihr vernetzt. Diese Gesellschaften werden als kollektivistisch bezeichnet. Beim Konzept der Unabhängigkeit wachsen Kinder mit einem autonomen Selbstkonzept auf. Sie werden zur Unabhängigkeit erzogen und Werte wie Einzigartigkeit und Kreativität sind besonders wichtig. Die Verantwortung liegt ausschließlich bei sich selbst. Diese Gesellschaften werden als individualistisch bezeichnet. Die Wissenschaft hat einige Methoden entwickelt, um das Selbst und seine Entwicklung untersuchen zu können. Der populärste Test ist der Spiegeltest. Dabei wird untersucht, ob ein Kind sich im Spiegel schon selbst erkennt. Im Spiel bekommt das Kind unauffällig einen Sticker auf die Stirn geklebt. Danach wird beobachtet, wie die Kinder auf ihr Spiegelbild reagieren. Bei keiner Reaktion auf das Spiegelbild wird davon ausgegangen, dass sich das Kind noch nicht selbst erkennt. Greift sich das Kind an den Kopf, um den Zettel zu entfernen, gilt der Test als bestanden. Wie eingangs erwähnt, wollen wir uns mit dem kulturellen Einfluss auf die kindliche Entwicklung beschäftigen. Je nach Kultur, in der das Kind aufwächst, sind dabei andere Dinge wichtig für das Selbstkonzept. Ein Forscherteam führte den Spiegeltest mit Kindern aus Kamerun, Indien, Griechenland und Deutschland durch. Die Kinder aus Deutschland und Griechenland bestanden den Spiegeltest früher als Kinder aus Kamerun und Indien. Wie können wir diese kulturellen Unterschiede erklären? Die Autoren beantworten diese Frage mit einem kulturell bedingten Erziehungsstil. Wir versuchen das einmal anhand eines Beispiels darzustellen. Das hier ist Kamala. Sie wächst mit ihrer Familie in einem Dorf in Indien auf. Sie lebt in einer großen, sehr familiären Atmosphäre. Die Erziehung erfolgt durch die Dorfgemeinschaft. Von Kamala wird erwartet, den Älteren im Dorf mit Respekt zu begegnen und ihnen gegenüber Gehorsam zu zeigen. Dies führt in den meisten Fällen zur Entwicklung eines abhängigen Selbstkonzeptes. Auf der anderen Seite haben wir Tim. Tim wächst mit seinen Eltern in einer Stadt in Deutschland auf. Vormittags besucht er einen Kindergarten und mittags kümmert sich seine Mutter um ihn. Sein Vater ist ein vielbeschäftigter Ingenieur. Tims Eltern legen Wert darauf, dass Tim selbstständig die Welt erkundet und seine eigenen Erfahrungen macht. Er soll sich möglichst autonom und individuell entwickeln können. Diese Lebensumstände führen in den meisten Fällen zur Entwicklung eines unabhängigen Selbstkonzepts. Da Tims Mutter sein exploratives Verhalten fördert, beeinflusst sie durch ihre Erziehung die Entwicklung des Selbst bei Tim. Durch die Wichtigkeit der eigenen Persönlichkeit bildet Tim schneller sein Selbstkonzept aus und besteht den Spiegeltest früher als Kamala. Eine alternative Erklärung könnte sein, dass Kamala sich im Spiegel zwar erkannt hat, aber aus Gehorsam gegenüber den Älteren, die den Zettel angebracht haben, nicht entfernt. Dieses Verhalten beobachten Forscher auch in einer Studie mit kenianischen Kindern. In dieser Studie entfernten die Kinder selbst mit 6 Jahren noch nicht den Zettel, sondern erstarrten vor dem Spiegel. Die Autoren üben Kritik am Spiegeltest, da sie die Anwendung in nicht-westlichen Kulturen für nicht gültig halten. Das kann dazu führen, dass bei dem Vergleich der Entwicklung des Selbst im kulturellen Kontext falsche Schlüsse gezogen werden. Trotzdem scheint es wichtige kulturelle Unterschiede in der Entwicklung des Selbst im Hinblick auf die Entfaltung der Persönlichkeit zu geben. Damit ist gemeint, wachsen Kinder in einem vorrangig individualistisch geprägten Kontext auf, so wie Tim, werden für sie andere Werte später Gewicht haben als für Kinder, wie zum Beispiel Kamala, die in einem kollektivistischen Kontext aufwachsen. Diese Hypothese bestätigt eine Studie, die Personen aus den USA und Kenia befragten.
Sie fanden innerhalb der kenianischen Kultur, die eher kollektivistisch geprägt ist, signifikante Unterschiede in der Ausprägung des Kollektivismus in Bezug auf Stadt und Land. Dafür verantwortlich machen sie die unterschiedlichen Lebenskontexte der Personen. Die Urbanisierung und eine bessere Bildung veränderten das traditionelle und gemeinschaftsfokussierte Selbstkonzept in ein individualistischer geprägtes Selbstkonzept. Was wollen wir Ihnen also mit diesem Video mit auf den Weg geben? Die Entwicklungsprozesse können individuell unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Dabei spielt die Kultur, in der man aufwächst, eine wichtige Rolle. Hier gilt das Prinzip, viele Wege führen nach Rom. Trotzdem kann es sehr wichtig sein, was Sie Ihrem Kind in der Erziehung mit auf den Weg geben, denn Sie nehmen Einfluss auf die Entfaltung der Persönlichkeit Ihres Kindes und dabei ist der erste Schritt die Entwicklung des Selbst.